Moin, moin und... Ja, was sage ich jetzt? Herzlich willkommen bei Going Medieval natürlich. Es ist jetzt nicht so, dass wir nicht genug Essen haben, ne? Das ist eigentlich genügend. Problem ist, jetzt transportiert es keiner mehr. Also, was machen wir? Wenn unsere Köche schon was machen, sollen sie es auch wegräumen. So, und dann geht es natürlich weiter. Wir müssen hier definitiv reinschauen. Wir brauchen langsam wirklich Leute, die nur das machen, was man ihnen sagt. Genau. So. Bereitet Essen zu Jordan. Naja. Also wir haben genug. Es muss nur... hierher gebracht werden. Mein Quine buddelt fleißig, also Platz haben wir. Das transportiert Dagobert. Nicht wirklich was. Jetzt ist das mal gut. Schön, dass die alle schlafen, aber... gut, der bringt das hier rüber, gut. Und mit einmal haben wir 32 Mahlzeiten. Wenn mir kann keiner sagen, dass wir nicht genug Nahrung haben. Also sagen kann das jemand, aber bringt nichts. Wir haben definitiv genug. Wir brauchen, wir haben 8 Siedler. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Eigentlich 16 Mahlzeiten pro Tag. Und die 16 Mahlzeiten sollte man wohl hinbekommen. So. Dürft das mal trinken und essen und also Kram. Immer noch 3 Freunde gestorben. Aber mal nebenbei gefragt, ist euch sowas auch schon passiert, so ein Angriff, der also einerseits eine riesen, wirklich riesen Lücke in eure Siedlung gerissen hat und andererseits das eigentlich alle dann, naja, richtig schlecht gelaunt waren. So. So, dass ihr dann wirklich, naja, doch schon Maßnahmen ergreifen musstet, um irgendwie das Ganze wieder zu steuern. So, Quindel, tut mir leid. Du darfst den ganzen Kram jetzt wegräumen.
Wenn sie hungrig ist, soll sie erstmal was essen. Ja, und dann müssen wir schauen. Das Problem ist ja, es wird langsam auch Winter. Steht zu viel rum. Ich korrigiere, es stand viel rum. Und wir haben erstmal wieder Essen. Stimulanzien? Nein. Aber naja, gut. So, jetzt mal wieder nach oben. Ja. Problem ist wirklich, diese drei gestorbenen Freunde. Das ist, ja. Absoluter Stimmungskiller. Ich meine, ich verstehe warum, ne? Also. Brauchen wir jetzt nicht ewig rundherum reden. Das ist verständlich, so. Siedler sind erschöpft, wer denn? Ja. Gut, wir haben uns mal... genug gekocht. Ernten. Gut, Svetia bleibt definitiv unsere Köchin. Wieder in den Keller runter. Also solche so eine Aktion kurz vor dem Winter. Schwierig. Ehrlich gesagt, schwierig. Das scheint ja als wenn. Aber eigentlicherweise haben wir genug Platz. Überall im Lager. Müsste nur jetzt mal jemand. Den Rest noch wegräumen, ne? So. Gut, um das verärgert, kommen wir jetzt nicht rundherum. Einfach wegen Freunde gestorben, ne? Da würde jeder, auch wirklich jeder, wie sag ich mal, mindestens trauern. Ja.
Gut, tja. Entschuldigung, ja. Man verliert 3 Siedler, es ist Winter, die verhungern, sind rebellisch, aufsässig, desillusioniert und dann? Kälteeinbruch. Yay. Wer ist das eigentlich? Aber ausgezeichnete Winterkleidung. Gut, dann müssen wir ganz einfach mal schauen. Was natürlich jetzt noch eine Sache ist. Ja, ich bin immer bedacht darauf, dass die Stimmung relativ gut ist. Oh Gott, 6%. Und das wird nicht fertig. Ja gut, bei Kältewelle ist klar. Wer hat denn die Wunde? Jetzt Brigham. Gut, der läuft schon von alleine. Einziger Vorteil ist, dass die meisten Feuer laufen. Dachte ich. Das sind 25 Grad. Oh, die Feuer hier unten brennen. Und dass wir es Nacht haben. Das heißt, alles eine Kältewelle, die. Das ist nicht schön, aber ja. Es vergeht jetzt erstmal Zeit. Genau. So. Und am Ende machen wir es ganz einfach für heute so. Wir schauen beim nächsten Mal, ob die Siedler durch die Kältewelle kommen, wie sie durch die Kältewelle kommen. So. Genau so. Das heißt für heute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.